Das Münchner Oktoberfest legt einen Bilderbuchstart hin. 800.000 Besucher am ersten Wochenende. Und mittendrin unsere drei Reporter. Sie sind zum ersten Mal dabei und wollen die Wiesen ganz genau unter die Lupe nehmen. Hallo, ich bin Heng Shin. Ich komme aus Hongkong. Ich interessiere mich heute besonders für das Essen hier auf dem Oktoberfest. Hallo, ich bin Chipone Chimbelu und ich bin in den USA geboren, in Sambia aufgewachsen. Und hier am Oktoberfest will ich sehen, wie die Musik ist. Hola, ich heiße Juliana, ich komme aus Kolumbien und mich interessiert die Mode auf den Wiesen. Denn auf dem Oktoberfest wird Tracht getragen. Lederhosen für die Männer und Dirndl für die Frauen. Das gehört schon fast zum guten Ton. Ja, so das ist ein bisschen speziell für mich vor allem, so diese, das zu tragen. Wo ich herkomme, da gibt es diese Entenfolkfeste. Und einmal im Jahr tragen wir so etwas Ähnliches, damit wir so richtig tanzen und feiern können. Das ist ein großer Unterschied. Bei uns sind die Röcke zum Beispiel viel breiter. Am Tag zuvor holt sich Juliana González bei der Münchner Dirndl-Designerin Clara Dorothea Hilfe. Denn wie bei jeder Tracht hat jedes kleine Detail des Kleidungsstücks eine ganz besondere Bedeutung. Dann also auf die falsche Seite. Okay, dann machen wir sie natürlich auf die richtige Seite. Genau, auf der rechten Seite trägt man sie, wenn man verheiratet oder modern vergeben ist. Auf der linken Seite, wenn man zu haben ist. In der Mitte als Jungfrau, wobei das heutzutage eigentlich wirklich fast keiner mehr macht. Also wichtig ist es vor allem, dass das Dirndl das Knie bedeckt, also so wie das noch tut. Das Knie sollte man nicht sehen. Zurück beim Oktoberfest. Jetzt wird sich zeigen, ob sie bei der Auswahl ihres Dirndl alles richtig gemacht hat. Rate mal. Es könnte ein bisschen enger geschnitten sein. Also es ist nicht wirklich auf den Körper geschnitten. Wunderschön, steht Ihnen ausgezeichnet. Frisches Blues, halt auf ihr anders. Ja, gut zu wissen. Sehr elegant, passt euch. Und in Kolumbien, glaube ich, hätten wir noch so einen runden Hut dazu. Das erste Mal ist ein Aussprung, fettes Malo. Das ist immer das Erste. Darf ich mal? Es dürfte für mich etwas mehr Farbe drin sein. Etwas Südamerikanisches. Ziemlich anspruchsvoll. Und was denkt unsere Reporterin von den Lederhosentrends auf der Wiesn? Sehr oktoberfestmäßig. Ja, ich glaube, das passt ganz gut zu der Stimmung hier. Aber auf der Straße würde ich mich nicht so sehr freuen, so Männer so in Lederhosen zu sehen. Und manche übertreiben es auch ein bisschen. Zeit für die erste Bewertung. Ich bewerte die Mode hier mit 4 von 5 Punkten, weil ich total schön finde, dass die Leute sich so viele Gedanken machen, bevor sie nach Oktoberfest kommen. Weiter geht es ins Hofbräuzelt. Während Juliana González und Chiponda Cimbelo zur Tanzfläche gehen, probiert sich Heng Shin durch die Speisekarte. Als erstes kostet sie eine Wiesenbrezen. Also für mich ein bisschen trocken, weil in Hongkong also essen wir eigentlich, wir mögen so weiche, sehr, sehr weiches Brötchen. Ich habe ganz viele Brathändel gesehen und dann ganz wenig Gemüse und das ist bei uns ein bisschen anders. Außerdem haben wir meistens so kleinere Portionen. Wir bestellen dann alles auf dem Tisch und dann wir teilen das. Und ich glaube, hier macht man das ein bisschen anders. Richtig. Und als nächstes wird eine Schweinshaxe serviert. Das Fleisch war schon gut, aber die Haut ist ein bisschen zu hart. Ein gegrilltes Huhn darf beim Oktoberfest in keinem Zelt fehlen. Ob es besser schmeckt? Klasse, es ist richtig super lecker. Also die Haut ist schön knusprig und dann innen ist total weich und schön saftig. Von 5 möglichen Bierkrügen vergibt sie. Das Essen hier bekommt von mir 3 Punkte. Es war insgesamt schon sehr, sehr lecker. Allerdings fehlt mir ein bisschen das Gemüse. Nächste Station. Im Löwenbräu-Brauereizelt brüllt der Löwe. Hier bringt eine Musikkapelle das Publikum so richtig in Stimmung. Eine ziemlich außergewöhnliche Situation für unseren DW-Reporter mit afrikanischen Wurzeln. Mein erster Eindruck ist eigentlich, dass man am meisten mitsingen muss oder soll. Ich denke, wo ich aufgewachsen bin, in Sambia. So das Wichtigste, wenn man in Sambia ist, bei einem Fest, ist zum Tanzen.
Und für uns ist nicht das Mitsingen das Wichtigste, aber sondern zum Tanzen. Und das ist wirklich das Wichtigste. Chiponda Cimbelo ist begeistert und lässt sich mitreißen. Am Ende schunkelt er sogar etwas mit. Und wie viele Maskrüge vergibt er für Stimmung und Musik? Ich gebe 3 Punkte, weil eigentlich die Musik ist eine Mischung aus deutscher Musik und Popmusik aus den USA auch. So, das heißt, auch Ausländer wie ich dürfen auch mitsingen. Und dann raus auf die Wiesen. Wenn es im Festzelt zu eng und zu heiß geworden ist, dann genießt man das Oktoberfest am besten aus der Luft, auf einem Karussell. Überall ist Live-Musik zu hören. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Kulturschock oder Riesengaudi? So bewerten unsere Reporter ihren ersten Besuch auf dem Oktoberfest. Gut zu mir. Ich gebe das Oktoberfest 4 Punkte. Ich bin echt positiv überrascht. Man merkt, dass die Leute richtig Spaß haben und die Stimmung hier ist richtig toll. Für Oktoberfest gebe ich 4 Punkte. 6 Millionen Menschen können sich nicht ehren. Die Stimmung ist super. 3 Punkte. So viele Punkte kriegt mein Oktoberfest-Erlebnis. Ich finde es viel, viel besser als Karneval, was ich viel mal im Rheinland erlebt habe. Aber was fehlt, ist einfach der Kultfaktor. Geschafft. Oktoberfest-Premiere überstanden. Na dann, vielleicht bis die Tage auf der Wiesn.